Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, im Endeffekt ist mir egal, ob wir zurückliegen oder ob wir führen und dann das Spiel gewinnen. Wir müssen Punkte holen. Ne? Und wie es dann am Ende aussieht, ist im Abstiegskampf auch egal. Da fragt sowieso nachher keiner mehr. Wir müssen unsere Tugenden wieder ins Spiel bringen. Wir haben jetzt in 2 Spielen 7 Gegentore bekommen. Das ist ja fast ein Drittel von den Toren, die wir bis dahin in der ganzen Saison bekommen haben. Da wissen wir, wo das übel liegt. Und da müssen wir jetzt einfach uns fokussieren, dass wir wieder ordentlich stehen und dann aus einer gesicherten Abwehr nach vorne spielen. Ja, also wie gesagt, wir arbeiten der Woche immer sehr und da müssen wir einfach vielleicht noch wacher ins Spiel kommen, kompakter stehen und zuerst mal wieder wie in der Vorrunde richtig kompakt stehen und dann, um kein Tor zu kriegen. Und dann haben wir immer Möglichkeiten auf Konter und so und das müssen wir halt jetzt langsam wieder hinkriegen. Ich glaube, die Fans haben hier einen großen Anteil an dem Erfolg, den wir die Saison bisher hatten. Das ist ein Teil der Mannschaft, das ist der 12. Mann. Und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, auch auswärts. Ja, die Fans sind immer wichtig für uns. Also die unterstützen uns immer viel und das ist auch wichtig. Das gibt dir dann eine Kraft im Rücken und wir werden alles versuchen, um da 3 Punkte mitzuholen. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.